Ich habe eine Anzeige ganz hinten auf der Titanic gelesen. Ich glaube, ich habe es irgendwo in einem Newsletter von der Jugendpresse gesehen. Der Satirekongress ist ein Anlass, Steuergelder, EU-Steuergelder auszugeben. Wir hatten die Möglichkeit über den Abgeordneten Stefan Eck. Ein Hauptanliegen von mir ist Tierschutz und Tierrechte neben Umweltschutz. 60 Leute nach Brüssel einzuladen, haben uns gedacht, dass es in Deutschland junge, aufstrebende, angehende JournalistInnen gibt, die Lust hätten, vorbeizukommen, ein paar Bier zu trinken, sich etwas über Tiere, etwas über Satire anzuhören. Hoffmann? Hatten Sie nicht kürzlich Geburtstag? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und das haben wir gemacht. Das ist der Satirekongress. Ich war noch nie in Brüssel, auch noch nie im Parlament demnach. Und es ist natürlich auch sehr spannend, das EU-Parlament zu sehen. Ich möchte mich hier für den Bruch in dem Raum entschuldigen. Das Gebäude soll bald abgerissen werden. Ich habe mir das EU-Parlament irgendwie nobler vorgestellt, ganz ehrlich. Also es war alles so low. Ein Kooperationsprojekt der Jugendpresse Deutschland und den Mitgliedern des Europaparlaments Martin Sonneborn und Stefan Eck. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich auszutauschen, und ich will auf jeden Fall in Kontakt bleiben mit den Leuten. Satire soll präzise treffen und hart treffen und die richtigen treffen. Und das soll sie auf eine lustige Art und Weise. Vielen Dank, das ist eine sehr schöne Frage, die ich einfach direkt so stehen lassen möchte. Das war super cool. Ja, es hat Spaß gemacht, dazu zu hören und mit den Leuten zu diskutieren. Lustige Menschen kennengelernt. Das ist eine schöne Abwechslung zu meinem eher sehr einfachen Leben.